Heute, was geht ab, Leute? Hunger. Heute mal ein chilliger Talk, Portfolio Update. Ich habe meinen Massagestuhl, der auch noch Hitze macht, der Heizstuhl ist. Ich habe mein Bubble Tea Ultimate QQ von Kambay. Leider die besten. Ich sage leider, weil das ist bereits eine große Kette. Und ich unterstütze lieber die kleinen Underdogs, aber ihr wisst, Team Hufflepuff. Aber die sind trotzdem leider die besten. Portfolio Update. Wollten wir schon länger machen, ist, denke ich, auch mal ganz interessant. So wie Unge das gemacht hat, das hat auch viele interessiert. Ich kenne es ja von früher, Pogo-Zeiten, wenn ich irgendwie ein Update gemacht habe zu 100er-Sammlung, Shiny-Sammlung, Gemaxte-Sammlung, irgendwas halt. Ist ja im Grunde genommen auch einfach so dasselbe, ein Update einfach. Und ja, ihr wisst wie immer Bescheid. Links sind unten in der Beschreibung zu allen Sachen, die wir benutzt haben. Kuss geht raus. Gestern hat der erste Typ mein Crypto.com Link verwendet und also vielleicht haben schon mehrere den verwendet, aber um da den Bonus zu halten, muss man selber 5000 Crows staken und das hat der erste gemacht. Das heißt, der hat für mich und ihn selber $25 freigeschaltet. Kuss geht raus an den einen, der das war. Also wie gesagt, alle Links, die wir verwenden, sind unten in der Beschreibung und da kriegt man einen Anmeldebonus. Manchmal kriegt ihr mehr, manchmal kriegen wir dasselbe und das Geld kommt aber von der Firma an sich. Das ist halt ein Anmeldebonus, Referralbonus und ja, wir haben beide was davon. Ich habe ein Update-Video gemacht, wie viel ich damit verdient habe. Ein paar hundert Euro, das sind 0,1% von unserem Portfolio. Und ja, ansonsten natürlich, das ist keine Finanzberatung. Das ist nur ein Erfahrungsbericht, was wir so machen, wie es bei uns so läuft. Immer selber informieren, Fragen stellen. Wir beantworten gerne Fragen über alle möglichen Sachen und dann erst selber investieren. Möglicherweise das erste und einzige Portfolio-Update, denn laut Barisch werden die Zahlen demnächst noch gewaltiger und ja, ihm ist es dann möglicherweise unangenehm, über diese großen Zahlen so öffentlich zu reden, aber wir werden schauen, wie sich's entwickelt, weil er legt ja natürlich auch einen großen Wert auf Transparenz. Und das habe ich auch gelernt, wie gesagt, Transparenz. Das ist jetzt, früher dachte man immer, ja, wenn man die Zahlen und sowas zeigt, das ist zum Flexen, zum Angeben. Aber es ist halt auch motivierend natürlich, Transparenz, um alles nachzuvollziehen, um Klarheit zu schaffen, um zu zeigen, hey, das ist echt und so. Und apropos echt, das ist natürlich nur ein Tracker, das ist Delta nennt sich der, glaube ich, wo man halt selber alle Zahlen hinzufügen kann zum Tracken, so wie damals die ganzen Pogo-Apps, wo man selber seine Shiny-Sammlung und sowas tracken konnte. Sprich, ja, natürlich könnten diese Zahlen frei erfunden sein und bestimmt sagt das auch dann irgendein Hater, der das nicht wahrhaben will, dass die Zahlen tatsächlich so sind. Aber genau das wollen wir ja erreichen, dass Leute verstehen oder das Bewusstsein bekommen, hey, jeder kann das schaffen, Geld machen, reich werden, dies, das, finanzielle Unabhängigkeit, das ist nichts, nicht nur was für irgendwelche alten Männer in Anzügen oder sowas, sondern das kann echt jeder schaffen, so wie wir halt. So, ich blende das jetzt ein, bam, mein Portfolio, ich meine die Zahlen ungefähr wisst ihr ja, hat Barisch schon geleakt, aber ein bisschen was dazu sagen, erzählen, erklären, was da alles, was wir da alles haben und wieso, weshalb. Was ich noch anmerken sollte oder will, ist, ich habe das nicht aktualisiert. Wir haben jetzt einen Schritt weiter gemacht. Wir haben ein bisschen was umgeschichtet, ein bisschen was ausgecashed und dementsprechend ist die Zahl jetzt ein bisschen höher, als ich sie jetzt habe, kryptotechnisch, weil ein bisschen was davon zum Beispiel in Euro umgewandelt wurde und von den Bitcoin, da sind 2,77, die sind nicht mehr so viel. Weil, erzähle ich euch gleich zum Beispiel, ich was umgeschichtet habe in USDC, das ist der unterste Coin da unten. Aber wir können gleich anfangen mit Bitcoin. Jetzt habe ich die Zahlen nicht, die richtige Zahl, aber gehen wir einfach von diesen 2,77 aus. Und das schwankt auch natürlich. Zum Beispiel war der Bitcoin gestern oder vorgestern noch auf 50.000. Und wenn ich fast 3 habe und das eine Differenz jetzt von 3.500, das sind dann mal 3, sagen wir 10.000 ungefähr. Sprich, gestern sah das Portfolio einfach noch mehr aus. Vor allem auch der Coin darunter ist sehr nah gebunden an den Bitcoin.
Und der war auch höher, der war auch bei 3,20 Euro oder so. Auf jeden Fall Bitcoin, ja, da gibt es nicht viel zu sagen. Wir haben ja Bitcoin und die haben wir investiert. Die sind fest im Liquidity Mining. Video dazu haben wir gemacht. Und natürlich Bitcoin Number One, The King. Vor kurzem gab es einen kleinen Dip, wo der gesunken war, wo ein paar Leute Panik geschoben haben, wo ein paar Hater versucht haben, uns zu dissen. Ja, auf jeden Fall Bitcoin halt, was soll man sagen. Da gibt es nicht viel zu erklären. Ihr seid nicht zu spät, da geht noch eine Menge. Es wird immer noch fleißig gekauft, kauft immer die Dips, immer steigt mit dem ein, was ihr habt. Eigentlich kann man da nie falsch liegen mit Bitcoin. DeFi, das ist der Coin von der DeFi-Chain, Dr. Julian Hurst. Wir haben da auf Cake zum Beispiel investiert und sind da seit Tag 1 mit dabei. Wir haben den wachsen sehen, als er noch so klein war, 10 Cent oder 15 Cent, als er rausgekommen ist. Und jetzt hat er die 3 auch schon überschritten, höchst war 3 irgendwas, 3, 21, 25, irgendwie, sagen wir 3,20 halt, über 3,20. Und man braucht 50-50 für Liquidity Mining, 50% Bitcoin, 50% DeFi. Ist, oder du machst halt mit ab was anderem, also es gibt natürlich andere Paare. Es gibt nicht nur Bitcoin, es gibt noch Dogecoin immer noch, Litecoin. Neu dazugekommen ist Bitcoin Cash, dann gibt es Tether und Ethereum. Aber jeweils brauchst du immer 50% davon und dann 50% DeFi. Und da sehen wir auch eine Menge Zukunft. Den werden wir auch noch lange, lange halten. Viele, viele Projekte sind auf Cake geplant. Es wird noch eine wilde, wilde Zeit. Also wenn ihr die Nachrichten von Babisch hören würdet, also das wird echt, wenn er natürlich mit allem richtig liegt und mit seinem Gefühl, und es wird eine sehr wilde Zeit mit DeFi noch. Und auch da nicht zu spät. Ich habe allen meinen Freunden DeFi empfohlen. Viele haben es gemacht, viele nicht. Ich kann es echt jedem empfehlen. Liquidity Mining lohnt sich natürlich immer noch. Ich habe es für meinen kleinen Bruder eingerichtet. Der kriegt jetzt passiv jeden Monat dies, das. Und ja, wenn er fertig ist mit dem Studium, hat er sich da hoffentlich eine gute Menge zusammengesammelt, mit dem er irgendwas starten kann. Meiner besten Freundin habe ich es eingerichtet. Die kriegt auch ein bisschen was jetzt jeden Monat. Und lässt es einfach so nebenbei laufen. Das ist ja das Geile. Wir sind keine Trader. Wir müssen nicht jeden Tag uns Gedanken über dies, das machen, sondern sind einfach Langzeitinvestoren, die ihre festen Prozente und Renditen bekommen. Und das sind eben die Bitcoin und DeFi, die fest im LM sind. Wie gesagt, vom Bitcoin müsst ihr ein bisschen was abziehen. Das habe ich umgeschichtet in Cash. Cash sind über 10.000, ungefähr 13.000 oder sowas habe ich komplett rausgenommen. Und den Rest, 20.000, habe ich unten bei USDC. Also da müsst ihr eigentlich 20.500 stehen. Sogar mehr, aber ja, genau. Als nächstes haben wir Crypto.com. Dazu hat Ogen auch was gemacht. Da sind wir auch sehr bullish. Das ist eine super Plattform. Können wir nur empfehlen. Und da sind wir auch zum Glück relativ früh eingestiegen. Also ich weiß, ich habe um die 3.100 gezahlt für meine 50.000 Crow, weil du brauchst 50.000 Crow, die du auf der Plattform Crypto.com stakest. Also Crow ist der Crypto.com Token, steht ja da, Crypto.com Coin. Und je nachdem, wie viel du dort gestaked hast, werden verschiedene Sachen freigeschaltet. Und bei 50.000 schaltet sich eben 12% Rendite frei für bestimmte Landing- und Staking-Sachen. Und natürlich haben die Crow ihren eigenen Wert und die werden ja gestaked dort. Das heißt, die generieren auch nochmal weiterhin Crow-Token. Und das habe ich nicht aktualisiert. Also ich habe da einmal, habe ich mir die Mühe gemacht und diese 178 hinzugefügt. Aber seitdem sind noch weitere gestakte Crow dazugekommen. Müsste ich auch mal irgendwann aktualisieren. Und ja, der hat sich auch jetzt schon ver 2,5-facht. Also wie gesagt, ich bin bei 3 eingestiegen und jetzt ist es bei 8. Der war auch schon mal höher. Crypto.com, Crow, da sehen wir eine Menge Zukunft. Und auch natürlich in Binance, BNB und Coinbase. Coinbase hat jetzt selber keinen Token. Aber BNB, ihr wisst, Unger hat da krass investiert, der ist krass gestiegen. Und denken wir, wird da auch noch viel passieren, vor allem in Crow. Weil
wenn man Crypto.com und Binance benutzt, dann braucht man auch den Token dazu, den Coin. Und in der Zukunft, wie mehr Leute das benutzen werden, sagen wir in 20 Jahren, werden ja so und so viel mehr Leute in der Krypto-Szene sein und Krypto-Sachen benutzen und dementsprechend dann auch Crypto.com, Binance und Coinbase. Und deswegen sehen wir in den Sachen auch viel Zukunft. Und Crow zum Beispiel und Binance kann man eher so wie Aktien sehen, die den Wert der jeweiligen Firma widerspiegeln. Und ja, wie mehr Leute Crypto.com benutzen, desto mehr Wert hat natürlich der Crow-Token. Und wie mehr Leute Binance benutzen, und bei Binance, da geht's eh krass richtig ab momentan mit dem Ganzen, was sie da machen, desto mehr ist der BNB-Token natürlich wert. Und da werden wir auch in Zukunft noch investieren. Und die Plattform ist halt echt Hammer. Es gibt eine Kreditkarte, da gibt es Cashback in Form von Crow. Und wie gesagt, die 12%, da haben wir zum Beispiel die USDC drin. Gehen wir weiter runter. Das unterste, die USDC, das ist ein Stablecoin. Die haben wir da auf Crow drin für 12% Rendite, was dann natürlich auch krass ist. Und ja, da habe ich zum Beispiel jetzt, musste ich umschichten. Barsch hat ein bisschen Druck gemacht. Die Zahlen waren ihm zu hoch. Er wollte unbedingt da umschichten, mehr Sicherheit haben, mehr alles ausgebreitet haben. Und USDC, Stablecoin und natürlich auch was in Cash. Also ich hätte eigentlich Minimum 20k in Cash. Wobei er hat gesagt USDC oder Cash. Nee, passt eigentlich. Also er wollte auf jeden Fall, dass ich mein Ursprungs... den Ursprungsbetrag, den ich reingetan habe, raushole. Das waren die 20k. Und ich habe fast das Doppelte rausgeholt. Und egal was passiert, das ist ja jetzt safe. Und jetzt kann er wieder ein bisschen beruhigter schlafen. Aber an sich ist da, mache ich mir da keine Sorgen. Und genau, da haben wir, werden wir noch ein bisschen andere, noch mehr streuen. Da gibt es dann zum Beispiel auch Tether, USDC, USDT, sorry, das ist USDC, USDT, Tether, gibt es auch mit 12%. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Cardano ist ein fun Insider-Joke, haben wir jetzt so spontan, also vor allem ich, geholt. Da habe ich 1% damals vom Portfolio reingetan. Ursprünglich waren das mal Dogecoin. Hatte ich mir geholt, weil Liquidity Mining Dogecoin angekündigt wurde. Und dann dachte ich mir ja, oder dachten wir uns alle, dass vor allem am Anfang vom LM die Rendite immer extrem hoch ist. Und dann dachte ich mir ja, wieso nicht? Schnappen wir uns da vor allem am Anfang die etwas höhere Rendite und dann verkaufen wir den halt wieder oder tauschen den wieder um. Und ja, die Rendite an sich war jetzt nicht so unbedingt viel, viel höher, war ein bisschen höher, als wenn ich das Geld in Bitcoin und DeFi LM gehabt hätte, weil zu viele Leute wissen schon, wie LM funktioniert, zu viele Leute sind da schon im Game und sind mit dabei. Dementsprechend auch hier zum Beispiel, als Litecoin rauskam, das war überhaupt nicht höher als die anderen Batches. Und jetzt mit Bitcoin Cash glaube ich auch nicht, dass es am Anfang irgendwie mehr Rendite hat oder extrem hohe Rendite hat im Gegensatz zu den anderen. Aber ich dachte mir, ja, okay, machen wir es halt. Und das war die Zeit, wo Dogecoin die ganze Zeit gepumpt hat. Ich habe den für 2 Cent ungefähr geholt. Was weiß ich weiß nicht mehr genau, wie viele. Aber ungefähr einen Wert von 2k. Nicht mal, ein bisschen weniger, 1,8 oder sowas, 1,7. Einfach die paar DFI, die ich gerade über hatte, habe ich dann den Dogecoin umgetauscht. Dachte ich mir, okay, entweder pumpt der krass und dann verkaufe ich und mache Plus. Wenn er nicht pumpt, wenn er einfach stabil bleibt, dann stecke ich es ins LM. Ist erstmal nicht gepumpt, habe ich ins LM gesteckt, dann ist er gepumpt, habe dann verkauft bei 55 Cent. Nee, was für 55 Cent? 5 Cent, 0,5 5 Cent, ja. Alter, 55 Cent Dogecoin. Sorry, ja, bei 5,5 Cent. Hab dann 2,5x ungefähr gemacht, bisschen mehr. Hab dann nur die Gewinne, reingetan in Cardano. Den Rest habe ich mir wieder zurück in DeFi gewandelt. Dementsprechend hatte ich dann Cardano, ist so ein Insider-Joke von Chong, hatte von so einem Kollegen den Tipp erhalten, da war der noch bei 31 Cent oder so.
Und nachdem ich das ganze Dogecoin-Zeug gemacht habe, war der dann bei 37, 38 Cent. Dann bin ich da reingegangen mit den 2K ungefähr. Hab schon gesagt, hey, willst du einen Teil davon haben? Also ja, für 200 nimmt er auch Cardano. Das heißt, von den 2000 gehören 1,8 mir, 200 John. Und diese Cardano haben sich, okay, hier ist er wieder ein bisschen hart gesunken auf 87 Cent. Weil der war auch schon mal bei 1 Euro, also ich habe schon länger Cardano nicht mehr nachgeschaut. Der war auch schon mal bei 1 Euro ungefähr. Und da haben wir, ja, bei 38 Cent sind das ein bisschen mehr als 2,5x. Hatten wir da gemacht. Und ja, das ist ein schlechter Zeitpunkt, weil ich hatte überlegt, vielleicht die auszucashen. Das waren dann schon 6k ungefähr. Aus den 2k ursprünglich. Bisschen mehr als 2k, weil ich habe noch einmal ein paar Reste reingehauen. Aber ja, dann waren es ungefähr 6k, aber jetzt ist es wieder ein bisschen gesunken. Und hatte jetzt überlegt, weil DeFi-technisch geht da demnächst was ab. Dachte ich mir, okay, hey, 6k oder jetzt nur noch 5k. Ist schon eine nette Summe. Sollte ich lieber in DeFi wieder reinstecken, weil da passiert demnächst was. Und wenn DeFi da sich verdreifacht oder so, kann ich ganz schnell aus den 5k 15k machen. Ich meine, Cardano hat natürlich auch noch ein bisschen Potenzial zu steigen, hey, aber... Cardano ist ja Cardano, das war eher als Joke gedacht. Und wir haben da schon 2,5x gemacht. Okay, jetzt wieder ein bisschen weniger, weil er krass gesunken ist. Aber ja, das ist so unser Portfolio momentan. Zahlen müssten noch adjustiert werden. Bezüglich hier Bitcoin habe ich in Cash verwandelt und in USDC. Und mit den 12% dann investiert auf crypto.com. DeFi ist halt unser Hauptpferd, unser Hauptasset. Und es wird noch, da wird noch so viel passieren. Also der wird unser, also unser Leben ist schon verändert, geändert zum Besseren. Aber das Ding könnte uns in andere Dimensionen schleudern. Und Bitcoin natürlich eh krass. Wir haben gerade mal März und ihr wisst, was im Januar bis März bereits mit Bitcoin passiert ist. Also in den nächsten paar Jahren. Alter, Alter. Ja, das ist unser Hauptportfolio und das ist investiert. Das heißt, da kommt auch regelmäßig, also diese 500, wie gesagt, sind auch falsch, weil von diesen 500 habe ich auch bereits Rewards bekommen. Und die haben sich auch schon mal vermehrt. Aber wie gesagt, da sind jetzt 20.000 plus 500 plus Rewards von den 500. Was wollte ich sagen? Achso, ja, genau. Und das Geld, das liegt nicht einfach nur da. Es generiert noch mehr. Das ist das Geile. BTC und DeFi im LM mit den krassen Renditen plus die DeFi, die daraus kommen, im Staking für nochmal 37%. USDC und Crow im Staking, im Lending. Ich weiß nicht, wie viel Crow gerade gibt im Staking. So und so viel Prozent. Selbst Cardano habe ich im Staking mit 6 bis 7%. Also alles davon generiert einfach noch mehr Cashflow. USDC 12% und da kommt immer mehr dazu und währenddessen steigen die Sachen auch noch. Das heißt, sagen wir machen 10.000 DeFi im Monat und die sind momentan 3 wert. Nächsten Monat könnten die 10 wert sein. Dann machen wir nicht 10.000 mal 3, dann machen wir 10.000 mal 10. Hypothetisch, rein hypothetisch, ihr wisst, was ich meine. Und das müssen wir dann. Also jetzt passiert zum Beispiel nicht so viel, weil wir sind in Langzeitinvestoren, deswegen gibt es auch nicht so viele Updates, aber ich dachte mir, ich hau mal eins raus. Es passiert nicht so viel, wir haben unser festes Zeug hier verteilt und das generiert unsere Sachen und ab und zu adjustieren wir das halt. Aber dann, wenn natürlich monatlich Summe XY kommt, die halt richtig, richtig krass ist, dann wird das natürlich hier gestreut, dies, das. Bisschen was noch mehr in Crypto.com reingesteckt, in USDC, in USDT, in verschiedene Landing-Plattformen, vielleicht ein bisschen was auf Bitwala, im Ertragskonto, auf Cake, da demnächst kommen dann noch andere Projekte bezüglich dem Lapis-Service, dass das dann wieder ein bisschen relevanter, interessanter für uns ist und da werden wir dann auch ein bisschen was reinstecken in Edelmetalle, in P2P. Also da jetzt dann, das sind so die nächsten Schritte für uns, das was reinkommt, noch weiter verstreuen, damit nicht alles hier ist, weil hier kommt schon genug
jeden Monat dann rein und das dann hier streuen und dann alles uns hier absichern. Und was Barisch vor allem und natürlich uns allen wichtig ist, alles, wo wir das verstreuen und verteilen, oder das meiste, jetzt Edelmetalle zum Beispiel nicht, alles davon generiert noch mehr Cashflow. Außer wenn wir es zum Beispiel jetzt abheben, ein bisschen Cash-Reserven haben oder die Edelmetalle, aber zum Beispiel die P2P-Sachen, die generieren ja auch Cashflow und so weiter und so fort. Und dieses ganze Zeugs hier auf Crypto.com, auch BNB werden wir auch einsteigen, all dies, das. Das ist so unser Update, alles ein bisschen nochmal genau erklärt. Wie gesagt, falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich dachte nicht, dass es das Video so lange wird, weil ich habe ja das Unge-Video gesehen. Ich dachte mir, wie kann man so viel darüber labern? Aber jetzt habe ich selbst über 20 Minuten geredet. Ja, ich hoffe, euch hat das interessiert. Ich habe ein bisschen was über unsere Pläne erzählt, ein bisschen was wir haben, wie das genau aufgeteilt ist. Cardano, lange nicht mehr reingeschaut. Oh mein Gott, was da passiert, Cardano? Hätte ich doch bei 6.000 verkaufen sollen. Naja, vielleicht lasse ich es jetzt doch einfach liegen. Investiert in Bitcoin, investiert in DeFi, investiert in Crypto.com. Aber das ist erst der nächste Schritt. Also auf jeden Fall erstmal in die anderen zwei davor investieren. Geht ins LM rein. Ihr wisst, keine Finanzberatung. Nur das, was wir glauben, was gut ist momentan. Und ja, die Zahlen werden demnächst noch krasser sogar. Und jeder kann das schaffen. Jeder kann das echt schaffen. Das ist, wir haben halt in unserer Gesellschaft diese Blockade, wo man denkt, ja, irgendwie, man will nicht über den Tellerrand. Man ist halt in seinem Block da gefangen, wo man sagt, ja, okay, ich arbeite halt meinen normalen 9-to-5, Montag bis Freitag, das war's. Lebe mein Leben, zahle meine Wohnung ab und das war's. Aber jeder, der es richtig machen kann, jeder, der es richtig macht, kann es schaffen, da aus, ich sag mal, aus seinem Käfig, das klingt irgendwie ein bisschen übertrieben, aber da aus seinem Tellerrand hinauszuschauen. Und das ist nicht unmöglich, jeder kann das machen. Wirklich jeder. Das ist das Krasse. Jeder. Nicht nur irgendwelche Anzugmänner, sondern wirklich jeder, der sich dafür interessiert und sich da ein bisschen mal reinliest. Das ist das Krasse. Das war das Abschlusswort, Leute. Jeder kann es schaffen. Euch viel Glück, viel Erfolg dabei. Begleitet uns auf unserer Reise. Die Reise hat gerade erst angefangen und die ist jetzt schon so krass. Falls ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Das war's von mir. Mein Bubble Tea, mein Massagestuhl. Serious Business, Leute.